Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Nuzlocke hier mit mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr mit eingeschaltet habt. Für euch sind ein paar Tage vergangen. Für mich ist es gerade 5 Minuten her, dass die Tragödie sich ereignete, in der wir alle beiwohnen mussten. Die Wunde ist noch frisch. Was passiert ist, mögt ihr euch fragen, falls ihr es nicht wisst. Nach nicht mal 5 Leveln Aufenthalt in unserem Team ist Schwalbos von uns gegangen. In der fiesesten Kombination, die man jemals gesehen hat. Mit einem fucking unschuldigen Celebi, Typ Pflanze. Was völlig aus dem Nichts die Attacke Antikraft rausgeholt hat. Wo Schwalbos sich noch gesagt hat, das überlebe ich. Mit 4. Also 4 übrig gebliebenen KP. Und dann knallt Sea rein. Und führt dazu, dass das Pokémon von uns geht. Ähnliche Situationen haben wir bereits erlebt. Wir haben diese auch überstanden. Deswegen verstehen wir es jetzt auch. Wir werden Schwalbos der letzten Ruhe zuführen und schauen, wen wir gleich stattdessen ins Team holen. Und diese Person, dieses Pokémon, das mein Team ergänzen muss, wird es zu tun bekommen mit Jungglut Level 30 als Teampartner. Außerdem Groink Level 30 als Teampartner. Altaria Level 34 auch als Teampartner. Gabaloris Level 40 ebenfalls als Teampartner. Und einem Dragonier Level 51 kein Teampartner, denn immer noch 4 Level davon entfernt, jemals nützlich zu werden. Ihr seht mich in einem Zustand der Paralyse. Nicht nur mein... Ich habe schon wieder falsch geordnet hier. Nicht nur mein Altaria ist paralysiert, auch ich bin es. Angesichts der Dramatik der erlebten Ereignisse. Ich mache jetzt hier keine Schiebung, das sind einfach die Pokémon, die wir gefangen und noch nicht im Team hatten, die fälschlicherweise in der Ripbox gelandet sind. Bevor ich das tue, werde ich wie immer, weil ich mich nicht darum bemühe, mir Mühe zu geben, jetzt das verdammte Münzamulett von diesem Pokémon entfernen und es jetzt in die Box zurücklegen. Tja, also, ich sag's wie es ist. Ich sehe schwarz für dieses Nuzlocke. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Und mit diesem Wissen werde ich jetzt einfach versuchen, eine gute Zeit zu haben. Einfach eine gute Zeit zu haben. Und ich hoffe, das kriege ich hin. Das würde mich nämlich sehr freuen. Wollt ihr für Nonto? Ich will für Nonto. Ich will jetzt einfach mal Spaß haben. Ich will jetzt einfach mal was anders machen. Als sonst. Haben wir noch nicht gehabt, Eis. Nehmen wir jetzt. Nehmen wir jetzt einfach mal mit rein. Ist ein Genießer. Einfach. Ist ein richtiger Genießer als Pokémon. Finde ich schön. Bekommt von mir auch gleich noch das Münzamulett zugesteckt. So, nämlich. Ja. Und ich habe mir überlegt, wir machen jetzt was Schönes. Ich habe nämlich keinen Bock mehr auf diese negative Kackscheiße. Ich will mal was Schönes machen. Und deswegen schauen wir jetzt mal, ob heute Hochwasser oder Niedrigwasser in der Höhle ist. Nördlich von Moosbach City, in der Küstenhöhle, wenn sie wirklich so heißt. Ich weiß nicht, ob sie so heißt, aber ich weiß, dass sie existiert. Und deswegen schwimmen wir da jetzt einfach mal rüber und schauen. Weil wenn ja, dann werde ich 4-mal Küstensalz sammeln. Und dann werde ich eine Belohnung kriegen, hoffentlich. Ich weiß nicht genau was, aber ich bin offen. Ich bin offen für schöne Dinge. Und ich freue mich drauf. Es ist in der Tat Küstenhöhle und es ist leider immer noch das gleiche. Der gleiche Zustand. Also. Leider können wir keine spaßige Alternativaktivität machen. Auch das ist eine Alteration.
Aber ich werde drüber wegkommen. Jedes Mal surfe ich da in die falsche Ecke. Ich werde hier einfach in die falsche Ecke gesurft. So ist das. Ich glaube, wir haben noch ein paar Routen, wo wir noch ein Pokémon fangen können. Vielleicht finden wir noch was Schönes. Ein Vipitis zum Beispiel. Nein, Gott war es, ist ein Tohaido. Haben wir auch gefangen. Offensichtlich. Wie man offensichtlich an dem Pokéball, dem dezent platzierten Pokéball, neben dem Namen sehen kann, haben wir das auch gefangen. Tohaido, Tohaido. Richtiger Pumper. Mit den schmalen Flossen. Ist egal, aber trotzdem gepumpt. Ist Glücksfeich immer noch Level 51? Das ist echt eine Aufgabe, die ich mir daran geschafft habe. Okay, es ist die Tohaido-Kette. Anders kann ich mir das nicht erklären. Genießer kann echt gar nichts. Ah, ich glaube, ich habe Blizzard oder sowas. Wir können ihm Blizzard beibringen. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Wenn sie halt nichts lernen wollen, dann muss ich sie zu ihrem Glück zwingen. Und ihnen die Attacken so beibringen. Ich kann heute auch nicht sitzen. Ich bin irgendwie... Bei mir ist privat irgendwie wieder so viel los. Ich habe wieder so viel im Kopf. Und nächste Woche geht das Semester wieder los. Und ich muss noch Module belegen. Und ich muss noch Sachen machen. Und oh, Leute treffen. Und es ist alles so uff. Es ist schon wieder alles so uff. Ich hab's nicht dabei. Aber ich bin eigentlich froh, dass ich jetzt mich hier ablenken kann. Einfach mal 2 Stunden mit was anderem beschäftigen. Route 126 haben wir gefunden. Was ist denn da los? Kennen wir die schon? Entschuldigen Sie, excuse me. Kennen wir uns? Kennen wir uns? Es ist noch eine freie Route. Route 125 ist gesperrt wegen dumm. 126 ist noch frei. Ich weiß nicht mal mehr, welches Pokémon das gesperrt hat. Es steht einfach nur gesperrt wegen dumm. So, jetzt vielleicht ein Ampharos. Zufällig? Nein, es ist ein Dictry. Level 10. Ein Dictry Level 10. Ja, das brauche ich, glaube ich, nur anpusten und dann fällt es um. Ja, es ist ein Gesteins-Pokémon, ne? Oder Boden, ich habe keine Ahnung. Eines von beiden. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Bin ich eher neutral gegenüber. Ich verwechsel es immer mit Dodri. Dictry und Dodri. Das reimt sich. Dictry sind Drillinge, die aus einem Körper entstanden sind. Siamesische Drillinge. Daher denken alle Köpfe gleich. Sie arbeiten so gut zusammen, dass sie endlos graben können. Nice Scheiß. Dictry gräbt einen Tunnel. Deswegen ist es der Gräber. Es ist nicht der Tunnelgräber. Kennt ihr den Tunnelgräber noch? Aus Die Unglaublichen. Am Ende kommt der Tunnelgräber und er sagt: Ich bin der Tunnelgräber. Ich untergrabe alles, aber niemand untergräbt mich. Das hat er gesagt. Das ist sehr witzig. Der kommt im zweiten Teil sogar, glaube ich, nochmal vor. Also er wird zumindest erwähnt, dass es ihn gegeben hat. Er wird nicht totgeschwiegen. Was eigentlich ganz nice ist für so eine Fortsetzung. Ich kämpfe hier um jedes Hundertstel EP. Das ist mir egal, ob da nur 100 bei rumkommen. Oh, wie brava wäre cool gewesen. Aber andererseits, ich habe genug Sachen mit Flügeln und Drachen. Das ist irgendwie... Ich will ja hier kein Drachenteam machen. Ich glaube, das gibt's so, als Leute machen Nuzlocke-Challenges, wo sie nur einen Typ-Pokémon haben. Oder so. Oder nur ein Pokémon insgesamt. Das habe ich als Kind auch mal versucht.
Als ich noch ganz jung war, habe ich versucht, ein Pokémon durchzuspielen, nur mit dem Starter-Pokémon. Ich glaube, es geht. Du brauchst halt nur im Zweifelsfall sehr viel Ressourcen. Dass du halt bei den Top 4 dich immer wieder heilen kannst. Und so. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, möglich. Boah, ich glaube, ich muss alles 5-mal fahren hier, weil ich einfach so lost bin. Ich würde gerne die Karte aufmachen, aber das wäre schief. Und deswegen mache ich das nicht. Kindwurm, was ist los mit dir? Was geht, alter Verwalter? Jetzt versuchen wir mal hier diese... Oh Mann, Genießer. Ich wollte jetzt nochmal... Das Einzige, was du kannst, wollte ich jetzt mal zeigen. Drache. Einen Drachen tot machen. Der Drachentöter, könnte ich ihn auch nennen. Das funktioniert. Aber oh, 139. Excuse me. Wo schwimmen sie denn hin? Dieser hohe weiße Berg dort ist Xeneroville. Cool. Dieses Pokémon ist ein Flemly. Das ist eine Brille. Machen wir jetzt so komische... Dagobert! Es ist ein Dagobert. So, das ist wieder ein Trugschluss, den ich gerne erlegen würde. Nein, Eis ist nicht sehr effektiv gegen Feuer. Es mag heiß und kalt als Unterschied, also als Gegensatz zueinander sein, aber in der Tat ist das Feuer eher in der Lage, das Eis zu schmelzen. Als andersrum, das Eis dem wehtun könnte. Wo wir wieder bei komischen Gegensätzen sind. Genau wie die Tatsache, dass Süß zwei Gegenteile hat. Salzig und sauer. Hi, Tera. Mein Lieblingstank. Aha, wen soll man denn da einsetzen? Kann schicken irgendeine Kampfattacke? Zertrümmerer, oder? Aber das ist doch sowieso viel zu stark. Ich glaube, das war eine schlechte Idee. Schlechte Idee. Ist wie beim Schach. Man merkt erst, was man falsch gemacht hat, wenn die Figur schon gezogen wurde. Oh, Digga. Nee. Ich sage in letzter Zeit oft Digga. Finde ich merkwürdig eigentlich, aber hat sich so reingeschlichen bei mir. In meinen Sprachgebrauch. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Oh nein! Das noch. Oh. Chicken. Was ist denn da los? Ein richtiger Overachiever. Ich dreh durch. Hat er den einfach halb weggemacht? Und ich dachte schon, das wird jetzt hier so ein Halbstunden-Ding. Nee. Richtig gut gemacht. Geile 900 KP gesaved, würde ich sagen. Gut gemacht. Bin beeindruckt. Eigentlich könnte das auch so klappen, aber es ist mir zu heikel. Heikel ist die Schwester von Bernhard. Ich muss gerade an Heike denken. Mein Gehirn ist manchmal verworren. Oh, kannst du mal aufhören? Nee, das kann wieder irgendein Steinhagel, Scheiß, Schmutz, Dreck. Und dann habe ich den Salat. Und das will ich nicht. Ich will Spaß und keinen Schmerz. Spaß besser als Schmerz. Klare Meinung, klare Haltung. So, wenn ich will, dass es wehtut, spiele ich Elden Ring. Ja. Sag ich. Ich bin da jetzt... wieder 12 Stunden drin. Jetzt, wo ich krank war, habe ich wieder ein bisschen mehr gezockt. Habe ich jetzt die PS5 endlich mal einweihen können. Ordentlich. Ordnungsgemäß. Das war's schon, ja. Und ich bin jetzt 12 Stunden drin. Ich finde es irgendwie immer noch blöd. Vor allen Dingen finde ich es blöd, dass ich alleine, wenn ich das nicht streame, anders spiele, als wenn ich das streame, weil ich bin so oder so ängstlich. Im Stream, ob im Stream mal nicht, aber im Stream will ich wenigstens, dass es unterhaltend ist. Und deswegen zwinge ich mich dazu, Dinge, wo ich ein bisschen Angst habe, reinzugehen. Und es ist wirklich
bei mir, also ich würde sagen empirisch nachgewiesen, dass ich weniger Angst habe, wenn ich streame, auch wenn ich trotzdem alleine bin. Aber ich habe nicht das Gefühl, allein zu sein. Deswegen bin ich mutiger. Und jetzt, wenn ich so alleine spiele, will ich einfach immer ausweichen und immer alles nicht machen. Einfach, nee, ich muss ja da jetzt nicht hingehen. Ich kann, weil das ist ja das Schlimme am Open World spielen. Und in Elden Ring explizit, du musst ja nirgendwo hingehen. Du kannst auch einfach die ganze Zeit im Startgebiet rumlaufen und dich langweilen. Und das würde ich am liebsten machen, weil ich einfach ein fucking Angsthase bin. Und das nervt mich ein bisschen. Aber ich versuche mich zu zwingen, weil ich denke mir, Anne, du hast nach nur 1,5 Stunden Schwarz-Brass-Milie gelegt. Und du hast auch nur ungefähr 80 Versuche bei Schwester Friede gebraucht. Du kannst das. Ich bin in der Lage dazu. Ich habe alle 3 Dark Souls-Teile durchgespielt. Und ich bin auch in der Lage, Elden Ring durchzuspielen. Aber ich muss mich sehr überwinden. Und das finde ich doof. So. Aber so geht es mir bei allem. Ich muss mich auch überwinden, in Factorio gegen die Käfer vorzugehen. Ich würde einfach immer am liebsten die Konfrontation vermeiden. Halt einfach so. Ich drücke schon wieder komische Knöpfe. Sorry. Route 127 finde ich irgendwie unsympathisch. Ich weiß echt nicht, was da los ist, aber ich kriege echt negative Vibes von dieser Route. Okay, Level 5. Jetzt wird es langsam albern. Also jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo es albern wird. Ja. Tja, ja, was ist das? Mit Elden Ring und Open World spielen. Deswegen mag ich halt schlauchartigere Spiele lieber. Weil da muss man, dann kann man nicht die ganze Zeit diskutieren und dem Problem ums Problem rumlaufen. Quasi. Ich glaube, für Nonta hat echt gute Statuswerte. Oh, das ist nicht sehr effektiv. Ja, weil es Stahl ist, ne? Stahl kann nicht frieren. Ein Volltreffer. Dann versuche ich jetzt mal, mir wieder ins Gedächtnis zu rufen, was gut gegen Stahl ist. Ha! Du kannst keine doofe Grimasse einsetzen. Ja. Wie ich es mir gedacht habe, ist Feuer sehr effektiv gegen Stahl. Ja, dich habe ich schon? Ein gut gespieltes Match lässt immer ein frisches und heiteres Gefühl zurück. Frisch und heiter? 128. Giflor. Achso. Dann war ich hier offensichtlich schon. Es gibt keinen stärkeren Trainer als mich. Doch, ich. Nicht. Ich oder mich? Trutz. Trutz? Ich kriege den Namen gar nicht raus. Trutz. Ich habe manche... Also ich war früher beim Logopäden als Kind, das Pokémon kann Explosion oder Finale oder was auch immer. Ich war früher beim Logopäden, weil ich Sprachprobleme hatte. Ich konnte Kopf und Topf nicht richtig aussprechen. Ich habe immer Schmetterling gesagt, nicht Schmetterling. Aber ich habe immer noch so ein paar Probleme, einige Wörter auszusprechen. Unter anderem habe ich ein Problem mit Elektrizitätswerk. Das kann ich inzwischen, weil ich mich daran gewöhnt habe. Aber ein großes Problem habe ich mit Regisseur. Das Wort finde ich sehr schwierig. Aber ich habe versucht, weil ich versuche zu sagen Regie, das ist leicht. Regie und dann Sir. Aber wenn ich das versuche, im Stück zu sagen, ist es irgendwie Regisseur. Was auch falsch ist. Ist das eigentlich Französisch? Regisseur? Klingt ein bisschen so. Naja. Und deswegen finde ich Trutz auch komisch. Aha, es gibt die Attacke Käfertrutz, glaube ich, gibt's. In Pokémon. Dies ist eine Pokémon-Attacke. Ich verhülle mich. Tja. Da ist es wohl fehlgeschlagen. Möchtest du nicht dein blödes Finale oder deine Explosion einsetzen? Lanza, ist dir Perlmutt als Opfer nicht gut genug? Was ist da los?
Immer wenn ich Leute verwirre, klappt das nicht. Wieso hat er denn jetzt nicht sich nicht... Wieso hat er denn jetzt nicht getroffen? Mann, ich hasse das. Ich schaff das nicht. Vielleicht soll ich einfach zu Ben und Silvia gehen, mich niedermachen lassen und dann haben wir die Sache hier durch. Dann ist vorbei. Es ist so lange kein einziges Pokémon gestorben. Jetzt hagelt es einfach. Es hagelt. Bin ich scheiße. Schaut mal, was ich hier habe. Das ist mal der Rest von meinen Häkelarbeiten die letzten Tage. Das ist, für mich ist das das Symbol von sag mir, dass du häkelst, ohne mir zu sagen. Zeig mir, dass du häkelst, ohne dass du häkelst. Hier. Das sind die ganzen losen Enden, die vernäht werden mussten. Und dann die Reste, die ich abgeschnitten habe, weil der Faden zu lang war. Morabel. Da ist es wieder. Ich muss Pokémon trainieren. Ich glaube, ich nehme mir eigentlich... Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass ich Dragoran durchziehen will. Auf Teufel komm raus. Wenn ich stattdessen einfach den anderen Pokémon, jetzt zum Beispiel für Nontor, den Epiteiler geben würde, dann würde das sich viel schneller aufsteigen in der Stufe. Und wir hätten ein Team, was nicht die ganze Zeit auseinanderfranst, sobald eine Unsicherheit auf uns zukommt. Aber es war ja mit Ansage, ich wusste ja, dass das Finale kann. Und ich wusste, keiner kriegt es weggetankt. Ich war noch der Meinung, dass Perlmutt das tankieste Pokémon ist, was wir haben. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Wie so häufig. Wow, zwei Pokémon in einer Folge austauschen, das tut immer richtig weh. Das ist echt schmerzhaft. Das spricht echt nicht für meine Qualitäten hier an der Tastatur. Nee, du nicht. Überreste abholen. Dann will ich jetzt Dicktree reinnehmen. Würde ich sagen. Aber Dicktree ist halt echt scheiße schwach. Erst kommt das Pokémon auf den Friedhof. Vielleicht will ich einfach alle irgendwann von der Box 1 in die Ripbox verschieben. Vielleicht ist das mein Ziel. Boah, stellt euch mal vor, wäre die Ripbox voll. Oh Gott, ey. Das wär's ja. Habe ich nicht eigentlich zwei EP-Teiler? Weil ich glaube, es wäre jetzt sogar besser, die geteilten EP nochmal zu teilen. Anstatt Dicktree einfach selber zu trainieren. Küstensalz übrigens, ja. Davon brauche ich 4 Stück. Elixier. Erzschuppe. Nee, habe ich mich wohl geirrt. Starkes Beben. Gräbt sich ein. Stromschlag. Stoppt Gesteinsattacken. Gegner treffen stählende Stahlflügel. Flügelschläge. Stählerne Flügelschläge. Senkt Spezialangriff enorm. Hängt vom Typ ab. Bepflanzt den Gegner. Das ist, glaube ich, Eisenschweif oder was auch immer. Heizt Gegner.
Stärkt Feuerattacken. Okay, ich habe offensichtlich auch nicht Blizzard. Mein Gehirn ist einfach löchrig wie ein Schweizer Käse. Offensichtlich. Oder ich werfe hier einfach wirklich Dinge durcheinander. Erdbeben und Schaufler ist beides nice, ne? Singer und Genießer können Erdbeben lernen? Bin ich die Einzige, die das komisch findet? Das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Aber andererseits hat er ja schon Intensität. Finde ich gar nicht so sinnvoll. Oh, jetzt bin ich in dieser ewigen Schlaufe gefangen. Die ewige Ja-Nein-Schleife. Aeroas. Kann der nicht schon Aeroas? Gräber kann Aeroas lernen? Was ist hier los? What's happening? Ich verstehe es gar nicht gerade. Und dann konnte ich in Soul Silver nicht mal einem Pokémon Fliegen beibringen. Ja, weil keins der fucking Pokémon Fliegen lernen kann. Stahlflügel. Das kann jetzt wieder nur Singer lernen. Versteh einer. Versteh einer dieses Spiel. Ich tue es nicht. Aber, ja. Ich mache mir jetzt einfach keine Gedanken mehr. Na gut. Sollte eins der Pokémon Verfolger können, ist Gräber sofort tot. Übrigens. Metang kann Verfolger einsetzen. Wollte ich nur mal kurz nebenbei erwähnt haben. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr aufhören. Es sind noch drei Level. Drei Level für Dragonier. Drei. Und dann haben wir die Scheiße endlich hinter uns. Das ziehe ich jetzt noch durch. Und danach können wir meinetwegen machen, was wir wollen. Es wäre nur so geil, wenn ich einen Sonderbonbon hätte. Dann wären es nämlich nur noch zwei Level. Aber ich habe keinen. Ich habe ihn benutzt für Electek, den einzigen, den ich hatte. Und jetzt ist Electek weg. Das ist echt... Alles scheiße deine Ellie, wie man so schön sagt. Maske Regen is in the house. Da fällt maskierter Regen. Sozusagen. Ein Stoß. Sehr effektiv. Aber ich bin stark. Also nicht ich, sondern Dancer ist stark. Oh. Das vergesse ich immer. Für mich ist das ein klares Wasser-Pokémon. Turns out, probably not. Ist wahrscheinlich... Aber Pflanze macht auch keinen Sinn. Käfer. Käfer. Egal. Ich mache mir keine Gedanken mehr drüber. Ja, ich finde es anstrengend. Ja, ich nörgel rum. Aber das sind wichtige EP, die wir hier verdienen. Hier an dem Punkt wird es erst wirklich wichtig. Alles andere noch nicht wichtig. Das ist einfach 30 fucking Level Unterschied, die die beiden haben. 30. Das ist ziemlich viel. Oh, ich habe heute nochmal Fahrschule. Ich habe jetzt eigentlich einen Prüftermin. Noch bin ich tiefenentspannt. Aber ich bin immer so ein pessimistischer Mensch. Für mich schaffe ich das sowieso nicht beim ersten Mal. Und deswegen kann ich auch entspannt sein. Ich gucke es mir erstmal an. Meine Stimmung da ist, es mir erstmal anzugucken. Und dann, ja,
zu entscheiden. Also nicht zu entscheiden, aber ich will es halt einmal gesehen haben. Und dann kann ich mich ernsthaft darum kümmern, das auch zu bestehen. Aber mal schauen. Ja, ich war schon oft sehr pessimistisch und am Ende hat es doch irgendwie geklappt. Ne, meine Klausur dieses Semester mit genau 50% Punktlandung war einfach gut. Genau so viel wie musste, habe ich gegeben. Das steigt der Angriff. Ich werde wütend. So wütend wie ein Drache. Tja, was für eine Folge. Zwei neue Teammitglieder. Ich mag einfach gerne mal eine Abwechslung, ne? Einfach mal ein bisschen Würze reinbringen in die ganze Geschichte. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es so war. Und abonniert selbstverständlich diesen Kanal. Dann seht ihr mal, wenn eine neue Folge online geht. Pokémon gibt es aktuell immer dienstags und donnerstags um 17 Uhr. Ihr könnt mich gerne mal auf Twitch besuchen. twitch.tv/aufbau-anne. Würde ich mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und Hallo sagt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen, ihr Lieben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.